Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema LibreOffice Calc. Bewegen von Blatt zu Blatt. Jedes Tabellenblatt eines Tabellendokuments ist unabhängig von den anderen, obwohl sie jederzeit von einer Tabelle auf eine andere durch Zeilbezüge, Referenzen verweisen können. Es gibt drei Möglichkeiten, zwischen unterschiedlichen Tabellen eines Tabellendokuments zu wechseln. Erstens mit der Tastatur. Durch gleichzeitiges Drücken der Steuerungstaste und der Taste Bild nach unten wird das im Register rechts neben dem aktuellen stehende Blatt gewählt. Tabelle 2, Tabelle 3. Durch Steuerung Bild nach oben das links daneben stehende. Tabelle 2, Tabelle 1. Zweitens mit dem Navigator. Wenn der Navigator geöffnet ist, Taste F5, doppelklicken Sie auf eines der Blätter, um dieses auszuwählen. Zum Beispiel Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3. Drittens mit der Maus. Durch Klicken auf einen der Reiter im Tabellenregister unten wird das entsprechende Tabellenblatt im Vordergrund angezeigt. Tabelle 2, Tabelle 1. Bei sehr vielen Blättern können Sie den sichtbaren Registerbereich mit Hilfe der Pfeiltasten links des Registers verschieben. Beachten Sie, dass die Tabellenblätter beliebig benannt werden können. Ihre Reihenfolge kann auch jederzeit geändert werden. Es darf nicht mehrmals derselbe Name verwendet werden. Die Pfeiltasten werden nur aktiv, wenn nicht sichtbare Tabellenreiter tatsächlich vorhanden sind. Ansonsten sind sie ausgegraut. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!